Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong für den Gameboy. In Rocket Rally sind wir letztes Mal stehen geblieben, hier in dieser Stage. Und sind peinlich gestorben, oft. Deswegen versuche ich das Ganze jetzt nochmal. Ja, Bewegung. So, die Dinge habe ich, also kommen wir jetzt zum nicht mehr so ganz lustigen Teil. Natürlich ist der Fisch da. Oh ja, Fisch. So, gekillt. Jetzt kann ich nur mehr die Zeit killen, oder wenn ich da unten ins Wasser reinfalle. Nee, ich bin doch doof, Moment. Oh, das geht! Ich wollte es nur mal ausprobieren. Schneller, 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 schneller. Weg! Oh, gut! Hab ich geschafft. Doch easy. Oh Mann, warum habe ich mich im letzten Part so blöd hingestellt? Naja, egal. Habt ihr was zu lachen, wenn ich einfach sage, oh nein, Slot Machine, ich hasse sie. Oder auch nicht. Okay, da ist die Tür, das sind ihr. Oh, ich, verdammt, ich wollte eigentlich zurückschrecken, also zurückschrecken sage ich schon, ich wollte eigentlich machen, aber habe mich währenddessen verschluckt dabei. Wieso soll das gut sein? Ich bin bestimmt nicht so blöd und lasse die Viecher hier frei. Achso, dafür ist das gut. Ja. Easy. Danke. Okay. Oh Mann, das war aber jetzt nicht schwer. Übrigens, ich habe gerade nachgeguckt. Der letzte Part sollte, glaube ich, der 9. gewesen sein. Also sollte, ist das jetzt, wenn ich mich jetzt hoffentlich wieder nicht verzählt habe, der 10. Part. Also nichts mit 10 Parts. Egal. Trotzdem Spaß, das Spiel. 2 Leben für mich. Würde ich vielleicht 15 Parts brauchen? Okay, da ist Hilfe schon. Ah, Buttonmashing. Ja. Ist schon lustig irgendwie. Und das ein Buttonmasher. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Genau ins Loch. Spikefall, à la Mega Man. Zwar in Easy und trotzdem habe ich verloren. Ich hasse Spikefalls, auch in Mega Man. Ich wollte mir mal Button Mesh, das ist so lustig. Ich könnte auch schneller, aber mit dem Controller hier geht das nicht, weil, wie gesagt, die Taste klemmt ein bisschen. Okay, das war peinlich. Wenn die andere Taste daneben die Sprungtaste wäre, also jetzt ist die Sprungtaste A und wenn die Sprungtaste B wäre, wird es besser gehen. Na egal. Ich könnte den Hut ja einsackern. Ach, ich brauche keinen Hut. Pauline hat keinen Hut verdient. Doof. War's das schon? Nein! Er hat mich jetzt verfehlt. Ich habe mein Knie angeschlatzt. Jetzt rede ich schon aus Reflex im Dialekt.
Also ich hab's angespuckt. Ah, das ist der Spaß dabei. Na gut, dann mach mal Affe. Nicht jetzt! Ah, jetzt komme ich gleich weiter. Ich könnte rüberspringen, ja. Ich hab nicht geguckt! Nein. Ich hab nur auf die Liane vor mir geguckt. Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ne? Geil. Den habe ich vergessen. Diesmal nicht. Auf den Affen gucken, auf den Affen gucken, auf den Affen gucken. Aber die haben zu schnell am Hebel, da konnte ich nicht reagieren. Wieder ein paar peinliche Tode, aber egal, das gehört ja auch dazu. Das ist ja keine Death Run, sonst hätte ich schon lange verloren. Ah, jetzt macht er nichts, der hässliche Affe da. Das ist nicht gut. Okay, Geronimo. Wow. Das ist doof. So. Du Affe! So. Wollt ihr schon wieder einen Hebel betätigen? Ich würde mir. Ja, gut, das habe ich schon erwähnt, aber ich würde mir so gern wieder alte Let's Plays angucken. Von Cody und so. Aha. Die alten Let's Plays, die ich mir angucken kann, die gucke ich mir auch an, aber trotzdem. Langsam frage ich mich, was mit Hedy los ist. Der meldet sich schon seit Wochen nicht mehr. Sein Kanal steht auch seit Wochen still. Trotzdem hat er, ich glaube, heute oder gestern ein Abo Plus bekommen. Also von meinen Abos her habe ich, mit Ausnahme von Hedy, die meisten in unserer Community. 600? Nee. Doch, 681, oder? Das war lame. Moment, Hedy hat 685. Ja, dann habe ich 681. Ich könnte jetzt kurz nachgucken, aber nö. Aber ich kann auch so, ich muss nicht springen. Ich will euch auch zermatschen. So, der, also der Hammer, der ist, na gut. Nein! Das war unfair. Na gut, nur vier Abos trennen mich und Hedy. Schon irgendwie erstaunlich. Wobei Hedy meiner Meinung nach die viel geilere Qualität hat, aber dadurch, dass er so unglaublich selten was macht. Ja, er hat viel Potenzial und verhaut sich selber. Das ist irgendwie traurig. Cody ist es genau das gleiche. Mega geiler Typ, spitzen Kanal. Meiner Meinung, das war blöd. Meiner Meinung nach der beste Let's Player auf YouTube. Er macht einfach nichts. Moment. Er macht einfach nichts mehr. Das ist das Problem. Na gut, er hat kein Interesse mehr daran, also. Schnell, 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 zermatsch alles. So geht's auch. Ja, soll ich das noch zermatschen? Scheiß drauf, sonst sterbe ich. Ich kenne mich. Ich geh weg.
Und das Bein zuckt noch. Egal, ich hab's geschafft. Ich hoffe vor allem, hoffe ich auch, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, aber ich hoffe darauf, dass sich meine Zuschauerschaft stetig erweitert und dass meine Abos immer mehr werden, aber nicht, weil ich Abo-geil bin. Vielleicht ein kleines bisschen, aber es ist nicht hauptsächlich. Sondern vielmehr, dass ich viele Zuschauer habe und die zum Beispiel das hier sehen und sich an meine Fails freuen. Okay, da geht's lang. Oder daran, wie ich nachdenke oder die ganze Sache angehe. Ist auch interessant. Wozu ist das Ding hier? Alles gut. Das war immer noch eine blöde Rotation gerade. Okay, jetzt ist offen. Da ist ein Leben, da ist ein Hut. Oben ist der Schalter. Ja, da unten ist auch ein Schalter. Hä? Ah, ich glaube, ich hab's verstanden. Ja, ich weiß, ich bin gierig. Es gibt noch so viele Spiele, die ich gerne jetzt playen würde. Die Frage ist nur, ja. Ja, besser gesagt, ich hoffe vielmehr, dass ich mehr Lust auf Let's Plays bekomme. Nein, nein, nein! Kann ich das Vieh vernichten? Moment. Was war das gerade? Das leckt der gerade. Ja, ich hoffe auf jeden Fall mehr Lust auf Let's Plays zu bekommen. Dass ich auch viel mehr aufnehme und die Spiele, die andere Leute nicht mehr kennen, dass sie sich daran erfreuen und meine Spielweise sehen oder da zum Beispiel neue Zuschauer durch andere Spiele auf meinen Kanal hinweise, die ja, denen ich vielleicht sympathisch bin, die mich abonnieren, die was ich, Kommentare schreiben und dergleichen. Und das hat man ja immer gern, Interaktionen. Ich meine, ich brauche jetzt nicht irgendwie tausende von Abos, das ist auch schon übertrieben, aber immer so. Ah, okay, da ist Pauline, glaube ich. War immer so nach und nach, dass die Zuschauerschaft steigt, das sieht man doch gern. Wieso ist das gut? Ich bin dumm. Wirklich dumm. Wow, was habe ich jetzt gedacht? Also jetzt habe ich glaube ich gar nichts gedacht. Jetzt habe ich so Hirn auf Standby. Nur mehr atmen. Nur mehr atmen und reden im Kopf, aber das Spielskill gleich minus 3000. Er kann doch nicht. Bitte funktioniert. Danke. Ja, ja. Weg damit! Nein! Wow, 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 wow. Ja, komm zurück, Hammer.
wollte ich gar nicht. Super. Ja, doppelt super. Okay, langsam wird es schwieriger. Ist mein Hammer das da oben zerklatschen, aber. Okay, ich lasse die Schlüssel erst mit Schlüssel sein. Nein! Ich war drauf! Weg! Hä? Ich das gerade nicht. Egal. Lassen wir es einfach. Ein paar Tote gehören dazu. Vor allem, weil ich das Spiel ja zum ersten Mal spiele. Ich werde erstmal da hinten alles zerklatschen. Mit meinem Hämmerchen. Ja, weil wer daheim hat, das ist Mario. Das ist doof. Ich schwitze mir das auch, weil ich den Ventilator ausgemacht habe. Das ist in diesem Sommer habe ich fast. Das heißt fast. Ich habe jeden Tag den Ventilator an. Das heißt, ich habe zwei so einen kleinen USB-Ventilator in so einem rosa Gehäuse. So einem rosa Plastikgehäuse. Und ich habe so einen großen. So, zerklatscht, geil. Ich hoffe, das war kein Fehler. Moment. Gut. Nein, kann ich dich da oben auch vernichten? Glaube ich nicht. Achso. Nicht zu mir. Ich muss nur den Schlüssel runterbringen. Okay, so wie vorhin. Ja. Abgerollt. Jetzt ist der Schluss. Los hier. Ja, die merkt wahrscheinlich. Ich schon die ganze Zeit in diesem Let's Play, dass ich etwas leiser rede. Es sei denn, ich mache meine Tonspur lauter bei der Bearbeitung. Weil bisher habe ich noch keinen einzigen Part gerendert. Ja, ich hasse die Slot Machine. Ja, ich rede leiser, weil die Uhrzeit und so und ich will ja keinen wecken. Ah, das kenne ich von. Wo war denn das nochmal? War denn das nochmal? Auf dem Gamerspiel, glaube ich. Ich weiß, wie der Stein aussieht von dem Spiel, was ich meine, aber ich weiß gerade nicht das Spiel. Zack, zack, zack. Der bounce so komisch. Ich weiß das Spiel gerade nicht. Ich bin nicht blöd. Ja, ja. Der Typ kann nicht Button mashen, ich kann's schauen, aber trotzdem ist es Glück, auf den Open anzufangen. Welches Spiel war's? Teenage Mutant Ninja Turtles? Nee, war's nicht. Hero Turtles, meine ich. Kitty Chaos? Nee. Gameboy-Spiel. Das ist ein Gamerspiel, das ich gespielt habe, auf jeden Fall. Das ist logisch, sonst würde ich es nicht wissen. Ne, mir fällt es nicht ein, vielleicht in der nächsten Aufnahme, wer weiß. Und das Thema, was ich eigentlich sagen wollte, weiß ich immer noch nicht. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, das war Donkey Kong. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.